Jo Leute, wir haben jetzt gerade 5 Uhr morgens, Samstagnacht. Ich war gerade Shisha rauchen in Trier. Ich habe ja das Video gestern gedreht, vorgestern, dass ich so fertig bin und so, und mich mal ausruhen muss. Habe dann aber von Donnerstag auf Freitag auch wieder durchgemacht. Wollte Wochenende eigentlich relaxen und nichts drehen, weil ich Montag nach Venlo muss. Aber ich muss jetzt ein Video drehen. Ich habe jetzt irgendwie Bock. Das ist jetzt auch so ein Video. Trotz Stress habe ich einfach, mal kurz Flugmodus, habe ich einfach Bock drauf. Weil ich habe gestern Nacht eine E-Mail von meinem ungarischen Anwalt bekommen und ich möchte jetzt, ich mache nur 10 Minuten, das reicht, weil ihr könnt das alte Video gucken, aber Biotech ist komplett gekickt. Und deswegen habe ich jetzt trotz Müdigkeit und allem die Motivation, gerade noch kurz ein 10 Minuten Video zu drehen, indem ich das erkläre und gleich hier was einblende, die E-Mail von meinem Anwalt und den Bericht. Und zwar, Leute, viele meiner neuen Follower oder viele der Jugendlichen wissen das nicht. Viele der alten Leute wissen ja, dass eigentlich so ich viel aufgeklärt habe, Biotech, ESN, MyProtein, 1000 Firmen. Ich bin ein bescheidener Mensch, was Geld angeht und Erfolg sowieso. Damit würde ich niemals prahlen angeben, also mit Geld so oder so nicht, mit Erfolg so auch nicht, sondern klar mit Sekt Plus, da gehört das dazu. Aber ich hasse das ja, dass die alle so übertrieben da auf Macke machen. Aber es gibt eine Sache, auf die bin ich sehr stolz, wo ich finde, dass ich mein Recht oder mein Lob bekomme, aber nicht so ganz krass. Und zwar, dass ich weltweit der Einzige bin, der in der Eiweißszene was bewegt hat und mit bewegt meine ich aufgeklärt hat, welche Firmen Produkte stricken. Und da gibt es viele Dinge, die habe ich erklärt, viele Dinge habe ich hab auch schon bestimmt ein paar Analysen gepostet, ich habe auch noch viele. Aber so der krasseste Fall war ja der Fall Biotech, der ging ja um die ganze Welt. Und weil es war ja damals so, dass ich aufgeklärt habe, dass Biotech die Produkte um 60% streckt, die haben mich dann verklagt, wollten 3 Millionen Euro Schmerzensgeld, Schadensersatz, haben das von ungarisches Gericht gezogen. Das erkläre ich alles in meinen Videos, die ich euch gleich einblende. Und in deutschem Gesetz hätte ich das in einem Monat gewonnen, weil ich das nach Ungarn gezogen habe. Ungarn gezogen hat das Verfahren 3 oder 3,5 Jahre gedauert, weil meiner Meinung nach wollte man dort nicht, dass ich gewinne. Denn ich habe ja in der ersten Instanz auch verloren und sollte statt 2 Millionen nur 8.000 Euro bezahlen und mich entschuldigen. Alle haben gesagt, ey, nimm das an, 2 Millionen zu 8.000 Euro musst du annehmen. Ich habe gesagt, nein, bis auf den Tod, ich will ganz gewinnen. Hab Berufung angelegt, das ging die zweite Instanz und habe dann komplett gewonnen, weil die Richter und keiner was gegen mich hatte. Und dann habe ich ein Video gedreht, das heißt, das Urteil und Widerlegung aller Lügen Biotechs, weil die haben dann weiter online behauptet, dass ich lügen würde, weil sie ihr Ruf reinigen wollten. Dann habe ich gesagt, ihr müsst für den Supreme Court gehen. Und das habe ich noch nie online gesagt. Das ist jetzt live eine Premiere, weil ich wollte das irgendwann mal ein Video zu machen, aber in so einem Mehrwert. Die sind vor den Supreme Court gegangen. Das heißt also, das Revisionsverfahren. Und das habe ich auch gewonnen. Ich habe jetzt keine E-Mail hier, aber das ist ja, da habe ich meine Story gesagt, aber kein Video zu gedreht, weil für mich das klar war, dass sie verlieren. Das heißt, ich wurde über 3,5 Jahre verklagt. Man wollte mich in Ungarn in die Ecke drängen. Ich wurde bedroht, auch privat. Ne? Ich meine, das ist der zehntreichste Mann Ungarns. Ne? Der, einer der reichsten, das war, Biotech war mal einer der größten Firmen der Welt, die ich zu 100% gestürzt habe. Wie gesagt, ich bin nur bescheiden, bei dieser Sache bin ich angeberisch oder lege ich meine Eier auf den Tisch. Das hat so auf der Welt noch keiner gemacht. Vielleicht große Konzerne bei anderen, aber das ist so ein kleiner Pisser, so ein kleiner Fettsack aus Trier wie ich, ganz alleine, ohne dass mir jemand dabei stand, außer mein Anwalt. So einen großen Konzern in die Knie gezwungen hat, ist meiner Meinung nach eine krasse Leistung, die honoriert werden muss. Das ist von allem, was ich gemacht habe, ist diese Aufklärung in Eiweiß zu zeigen, wer Leute streckt, finde ich der größte Mehrwert im Fitness-YouTube, wo ich zu wenig Respekt für bekomme. Von der Masse, nicht von den Technologen, ich meine von der Masse. Weil die können sagen, was die wollen. Da gibt da irgendwelche Pups-Aufklärer, die mir erzählen, ja, ich habe so eine Abmahnung bekommen. Was für Abmahnung? Ich habe 50.000 Euro Anwaltskosten bezahlt in diesen 3,5 Jahren. 50.000 Euro, weil ich hatte zwei Anwälte, den deutschen und ungarischen. Und habe am Schluss vom ungarischen Gericht oder von Biotech oder von wem auch immer, nach 3,5 Jahren Kopffick des Todes, 5.000 Euro Schadensersatz bekommen, dafür, dass ich zu Unrecht verklagt wurde. Aber Gott ist groß, Biotech. Gott ist sehr, sehr groß. Ihr habt probiert, mich insolvent und bankrott zu machen. Ihr habt mich bedroht. Und ich schwöre bei Gott auf Amino, das stimmt. Die haben recherchiert, wer meine Familie ist. Die haben zwar mein Vater und mein Onkel verwechselt, aber die Namen und Wohnorte haben alle gestimmt. Das weiß ich aus erster Hand. Und das habe ich auch online noch nie erzählt. Ich zeige das hier gleich, worum es geht. Weil Biotech hat jetzt vom ungarischen Staat Ärger bekommen. Zwar nicht wegen mir, aber die wurden verklagt, genau für den, steht hier, ich zeige euch das gleich, für den Zeitraum 2015 bis 2018. Genau in der Zeit, wo die mit mir diesen Krieg hatten. Das heißt also, mit dieser Klage gegen mich und mit dieser
Erpressung gegen mich, meiner Meinung nach, es steht nicht im Text, aber das muss so sein, haben die natürlich die Behörden auf den Plan gerufen. Weil Biotech hätte niemals gedacht, dass ich bei 3 Millionen, ich habe heute nicht mal 10 Millionen beiseite, weil einmal Geld im Unternehmen steckt. Ich hatte damals nicht mal annähernd so viel Geld. Die dachten, der kleine fette Pisser, obwohl ich bin 2 Meter groß, aber egal, der kleine Pisser, der knickt sowieso, aber fett bin ich, der kleine Pisser knickt sowieso ein, wenn wir dem sagen lassen, wir wissen, wer seine Familie ist und wir verklagen auf 3 Millionen. Aber ich bin nicht eingeknickt. Ich bin nicht eingeknickt. Auf einem Level, auf einem Riesenlevel. Und ich zeige euch das jetzt, dann rede ich weiter, was da sonst noch so abging. Ich schwöre, diese Sachen, ich werde gleich Sachen erzählen, die wollte ich nur in meinem Buch schreiben, wenn ich mein Buch drehe. Aber ich werde das heute erzählen, weil Biotech, für alles, was ihr mir antun wolltet, das hier, dass ihr jetzt die Behörden sogar am Arsch habt, weil ihr mich behördlich ficken wolltet, das hat Gott euch gegeben. Gott hat diese 3,5 Jahre, die ich durchmachen da musste, mit Klage und 1000 Dings und das ganze Geld, was ich an euch an die Anwälte bezahlen musste, was ich verloren habe. Weil ganz ehrlich, für diese Aufklärung, das und viele andere, ich hatte locker über 200 Verfahren in meinem Leben wegen Aufklärung oder wegen, na gut, manche Sachen auch wegen Beleidigung, die sind natürlich was anderes. Und ich glaube nicht, dass ich jemals so meinen Hack dafür kriegen würde, wie es gerecht wäre, weil dann wäre sie plus echt die größte Firma in Deutschland. Also so mit Abstand, weil andere Firmen machen gar nichts und bescheißen und sind immer noch teilweise größer. Aber das will ich doch gar nicht. Ich will einfach nur, wenn ich sterbe, dass die ganzen Leute wissen, dass der kleine, fette Matthias, der mit Nick seine Firma aufgebaut hat, einer zu der Zeit größten Konzerne der Welt in der Eiweißbranche niedergerungen hat. Und das, was ich euch jetzt zeige, Leute, das ist Balsam für meine Seele. Das ist hier alles auf Ungarisch oder Englisch. Ich kann das auch nicht übersetzen, wann ist das falsch. Mein Anwalt hat gestern geschrieben, 7.8.2020 um 21.24 Uhr an meinen deutschen Anwalt, weil das wird immer übersetzt. Das hier alles Gute, bla 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 bla. Und zwar, dass es nichts mit unserem Fall zu tun hätte, aber, also das sage ich jetzt dazu, das steht nirgends so, aber der ungarische Staat jetzt auch gegen Biotech was gemacht hat und meiner Meinung nach hat das meine Verhandlung auf den Plan gerufen. Wenn es nicht so ist, ist es mir auch egal, Hauptsache die wurden gekickt. Die müssen jetzt für die Falschdeklarierung von Sachen, also noch andere Sachen wurden rausgefunden, die ich nicht veröffentlicht habe, sondern noch andere Sachen wurden rausgefunden, 500.000 Euro Schadensersatz bezahlen an den ungarischen Staat. 500.000 Euro, ihr wolltet mich fertig machen mit Abmahnungen, ich bin nicht eingeklickt. Ihr wolltet mich bedrohen lassen, indem ihr mich wissen lasst, wer ich bin und wo ich wohne und was ich mache. Und ich sage euch, das waren Zeiten, da habe ich wirklich ein bisschen, wenn ich ins Auto gestiegen bin. Ich war trotzdem draußen, ich war trotzdem nachts im Lager, aber ich gebe es zu, das waren Zeiten, da habe ich wirklich geguckt, wenn ich ins Auto gestiegen bin. Und ich habe wirklich mit wenigen Leuten drüber geredet, weil ich wollte niemandem in meinem Umfeld Angst machen. Aber das war eine Situation, wo ich dachte, okay, der 10-30 Mal Umlands, den hast du jetzt gefickt, weil er hat angeblich 50 Millionen, in der Klage stand drin, 5 Millionen Euro Verlust gemacht. Der könnte echt einen schicken, der dich wegmacht. Aber ich dachte mir immer, du bist Person der Öffentlichkeit, der kann dich auch nicht so leicht wegmachen. Und wenn, dann stirbst du definitiv als der Eiweißmärtyrer. So mäßig, ne? Aber es war echt eine Zeit, wo ich wirklich trotzdem, wenn ich nachts auf Lager raus bin, so, weil ich bin immer nachts im Lager, mal so in die Ecke geguckt habe. Wirklich jetzt, ne? Und natürlich juristisch auch immer mal wieder Bauchweh hatte. Also ich habe mich irgendwann so dran gewöhnt, weil ich so viel Palaver hatte da mit denen, dass ich bei den E-Mails keinen Bauchweh mehr hatte. Aber klar, am Anfang, als ich da 3 Millionen verklagt wurde und ich gehört habe, dass ich nach Ungarn gezogen und ich verliere da vielleicht auf korrupte Art und Weise, hatte ich natürlich ein bisschen Bammel. Einmal kurz, eigentlich nicht so. Ich habe immer gedacht, okay, ich gehe dann zu Stern TV. Also ich habe immer in mir gedacht, egal was passiert, weil ich will nicht auf Dicken machen, ich schlachte das für mich aus und das ist so wie, ich habe alles geschafft in meinem Leben. Und hier könnt ihr euch den ungarischen Text durch, ich habe das eben übersetzt, aber dann wird das falsch, weil hier steht da plötzlich 150 Millionen Euro, aber es sind 105 Millionen derer Währung, also HUF heißen die, und das sind 500.000 Euro. Das heißt also, Biotech, ich habe euch nicht nur komplett gefickt damals mit der Analyse und mit dieser Verhandlung. Achso, das wollte ich euch auch zeigen. Hier ist das Video. Checkt dieses Video. Das Urteil und die wieder Lügen im Fall aller Lügen im Fall Biotech auf dem 6 Plus Kanal. Hat jetzt 70.000 Klicks scheinbar. Weil Biotech dann noch gepostet hat, bei deiner Berufung in zweiter Instanz hast du den Fakt der Rechtswidrigkeit nicht angefochten, nur die Summe der Schadensgebühr. Das ist alles eine Lüge. Ich habe zweite Instanz damals komplett gewonnen. Gewonnen! Und ich habe danach vom Supreme Court in Ungarn die Revision auch gewonnen. Ich habe also über 3 Instanzen nach 3,5 Jahren gewonnen. Und das Ganze hat der Plus für über diese Jahre 50.000 Euro gekostet. Und ich glaube, niemals werde ich das so verdienen, sage ich mal, oder zurückkriegen an Erfolg, was mich das an Kopfschmerzen kostet hat. Aber ihr Biotech, ihr seid am Ende, am Ende. Gott hat euch dafür, dass ihr nur den Namen meiner Familie in den Mund genommen habt und den Satz, der Satz war wortwörtlich,
in Deutschland können wir dem nichts machen. Das ist ein sehr, sehr staatlich geprüftes Land. Aber in Ungarn wird der Typ fallen. So mäßig. Das wird mir wirklich so gesagt. Und ich schwöre, das muss stimmen, weil der Junge, der Mann, der das erzählt hat in Deutschland, kannte auch die Namen meiner Familie. War, wie gesagt, entfernt Familie. Das ist ein Zeitpunkt, da habe ich meine komplette Familie in Facebook gelöscht. Instagram, überall, alle Verbindungen. Ich schwöre, das ist der Grund. Ich habe letztens sogar der Zeitung gesagt, als sie berichtet haben, bitte, bitte, baut nicht meine Familie damit ein. Oder keinen, weil ich halt mein Privatleben geschützt, weil ich habe auch große Feinde aus großen Konzernen, Pharma-Lobby, Eiweißfirmen und so weiter. Das war eine Zeit, da hat wirklich, das waren wilde Zeiten. Ne? Das waren wilde Zeiten, also als ich das gehört habe, was sie recherchiert haben, waren das schon wilde Zeiten, wo man sich echt, ich war immer noch jeden Tag draußen, Schüche rauchen, bin rumgelaufen. Aber ich habe echt, das waren Zeiten, wo man echt schon mal geguckt hat, ne, wenn man nachts ins Auto gestiegen ist. Das waren Zeiten, wo Malik damals gesagt hat, ey, auf Fibo, ne, alleine durch die Menge laufen kannst, weil ich mag das nicht, nur mit Leuten rumlaufen so immer. Allein durch die Menge laufen ist irgendwie auch schon gefährlich geworden. Wer weiß, was man da in der Menge machen könnte und so. Und ich war mal auf der Fibo, weil ich dann doch oft viel alleine rumlaufe, da stand ich so in der Mitte von der Fibo ganz alleine rum. Da kam dann eine Athletin einer ausländischen Eiweißfirma, die das alles so kannte, und die meinte sogar spaßhalber, ey, was stehst du hier in Menge alleine rum? Sag ich, wieso soll ich nicht hier rumstehen? Und die meinte so, hast du nicht Angst, dass ich eine absticht von der Seite? Du hast doch jede Firma, die hier ist, immer angegriffen und das sind noch mächtige Leute. Kein Spaß, hat die wirklich zu mir gesagt. War eine sexy Athletin, falls du das siehst. Ich kannte sie nicht. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ist aber auch scheißegal. Ich will euch jetzt nicht erzählen, wie krass ich bin oder wie heftig oder so. Ich will euch einfach nur erzählen, guckt euch dieses Video an. Das Urteil aller Lügen für Biotech. Dort sage ich, dass die vor den Supreme Court gehen sollen. Und vor dem Supreme Court habe ich auch gewonnen. Und da habe ich mich schon sehr, sehr gefreut. Ich habe mir gedacht, krass. Ich habe eine der größten Firmen, Eiweiß, ne? Der Welt in die Knie gezwungen, den 10. reichsten Mann Ungarns habe ich mich nicht, und ich wurde nach dieser Klage noch 23 Mal verklagt, immer wieder, weil ich immer den geschossen habe, weil durch die Bedrohungen und durch die Klagen habe ich mir gedacht, frontal, kommt nur eine Kleinigkeit, ein neuer Brief, ich poste wieder, kommt nur irgendwas, was ich höre, ich poste wieder, weil ich lasse mich nicht unterdrücken. Das heißt, ich habe da wirklich jahrelang einen Krieg gegen die geführt. Und wie gesagt, guckt euch dieses Video an. Da sage ich alles, da sage ich das, glaube ich, auch mit den Bedrohungen. Und ihr könnt euch ja vorstellen, für alle, die jetzt sagen, ah, der labert, der Fettsack, dies, das. Guck mal, das ist der 10. reichste Mann Ungarns, einer der größten Firmen der Welt. Wenn die nicht mächtig sind und sich jeder traut, die mal zu f***en und da nicht einzuknicken, der soll, keine Ahnung, macht euch euer eigenes Bild. Weil es gibt ja so viel Spastis in der Eiweißszene, die sagen, sie werden auch aufklärt, hätten auch was bewegt, die haben auch eine Abmahnung gehabt. Was für Abmahnungen? Dass ihr eine Abmahnung hattet, das habe ich, wie gesagt, ich rede heute ein bisschen arrogant, aber nur aus dem Grund, bei diesem Thema kann ich arrogant sein, wirklich. Ich bin echt ein bescheidener Mensch, glaubt es mir. In Trier, die Leute lieben mich, weil ich so bodenständig bin. Und die meisten wissen das von euch auch. Aber bei diesem Thema, das brennt mir einfach auf der Seele, da zu sagen, ey, wo ist der Applaus? Ich schwöre, das brennt mir auf dir. Bei allem anderen mir egal. Und ich, auch bei diesem Thema will ich nicht auf Hengst machen, aber das ist für mich, ich finde, alles, was ich in Aufklärung gemacht habe in der Eiweißszene, wird von der gesamten, Technologen, na klar, aber von der gesamten Szene, die ganzen Eiweißshops sagen, ah, der Spasti, der Assi, der dies. Wer bitte hat so viel eingesetzt wie ich für Aufklärung der Eiweißszene? Und ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Ihr seht es selber, wir machen nochmal Szene. Warte. Es hat gerade mal 70.000 Klicks. Das heißt, 70.000 Leute, vielleicht nur 20.000 haben es geguckt und von damals vergessen, wissen überhaupt, wie ich geblutet habe für Aufklärung. Jedes Schwanzvideo von jedem Schwanz hat 1 Million Klicks. Meine Beef-Videos haben 7.000, 8.000 Klicks teilweise. Aber dieses Video, die größte Sache, das müsste ein Stern-TV-Bild, dies, das müsste in den Medien. Nicht irgendeine Kacke, wo irgendeiner mal irgendeine Kleinigkeit macht, ne? Oder irgendwie, keine Ahnung, es gibt natürlich auch krasse Sachen, aber bei diesem Thema, und ihr merkt auch, ich bin euphorisch, das muss in die Medien, und hier könnt ihr es lesen, die Affen haben sich den ungarischen Staat noch gegen sich geholt, weil ist ja logisch, wenn die mich verklagen, das muss ja in Ungarn ein Riesenthema gewesen sein, dann guckt der Staat ja auch mal nach. Und wie gesagt, ich kann es hier nicht übersetzen lassen, ich könnte es übersetzen auf, was haben wir jetzt gemacht, auf Wetter geklickt, Entschuldigung, auf Englisch oder so, kann man, ah ne, das geht nicht, irgendwie konnte ich das hier übersetzen eben, also übersetzen, Deutsch, dann stimmt's nur leider, der Text stimmt da nicht, weil es steht hier 105 Millionen Euro, ah ne, 105 Millionen HUF steht da, dann stimmt's ja, für die Zuwiderhandlung, okay, für die Zuwiderhandlung, da habe ich mich eben vertan. Oder vielleicht ist es auch falsch übersetzt, ich weiß es nicht, weil hier steht ja, sie mussten 500.000 Euro bezahlen. Doch, müssen 500.000, das ist ja die Richtung vom Anwalt hier. Schöne Grüße an Tamas, unseren Anwalt eben, Dings. 500.000, ach Tobi, du musst, glaube ich, das schwärzen. 500.000 Euro
Wir machen einfach hier dauerhaft, wo die E-Mail-Adresse steht, machen wir so einen Banner rein, Matthias Clemens Sekt Plus Seite, damit ihr wisst, wieso. Machen wir einfach so einen Banner darüber, Rest kann man erlassen. Sorry Leute, das steht jetzt, dass die E-Mail-Adresse drin ist, will das nicht neu drehen. Machen wir hier den Banner rein von meiner Instagram-Seite, dann könnt ihr mir alle folgen, ist doch gut so. Gut für mich auch, ne? Verdiene ich ein bisschen Geld auf euren Nacken, ne? Auf jeden Fall 500.000 Euro bezahlt. Das heißt also, ich habe euch nicht nur in die Knie gerungen mit meiner Klage, mit diesem Video hier, und mit diesen Jahren, hier sieht man noch alte Videos, achso, ich habe auch noch ein erstes Video dazu gedreht, das heißt der große Biotech-Prozess, das hat glaube ich gar keine Klicks, aber das ist auch, das erste ist auch uninteressant, weil im zweiten erkläre ich alles nochmal, also guckt das erste gar nicht, weil im zweiten erkläre ich alles nochmal, da ist alles drin, was ihr braucht und wie gesagt nochmal Biotech, ne, dass ihr jetzt, also ihr wart schon am Ende, ich habe euch schon in die Knie gedrungen, ne, aber dass ihr jetzt nochmal 500.000 Euro latzen müsst. Die zehnfache Summe, die ich für die Anwälte bezahlt habe. Und ich habe noch 5.000 Euro zurückbekommen. Das heißt also, es hat mich nur 45.000 Euro gekostet. Plus, ich kann jetzt dieses Video drehen und euch nochmal. Ich schwöre, ich freue mich so. Es ist 5 Uhr, ich bin total fertig eigentlich. Platz wollte mich ausruhen. Aber ich freue mich so, dass der größte Kampf, das war für mich der größte Kampf. Ich habe viele Kämpfe in meinem Leben geführt. Der Gesamtkampf, der Plus war der größte Kampf, aber das war im Einzelnen der größte Kampf, den ich je geführt habe. Mal weg, damit man nicht unten den kleinen Kasper sieht, der auch auf Aufkläger macht. Schöne Grüße. Schlechte Qualität noch mit GoPro, bisschen am Schwitzen. Ich hoffe, mit App raus und rein klappt heute gut. Ja, ich habe keine schlechte Qualität, dreht, aber egal. Man kann sich trotzdem reinziehen. Achso, ich habe gar nicht mehr Szene, egal. Man kann sich trotzdem reinziehen. Das Video, das Urteil, die Lügen, dann weiß man alles, was passiert ist, Hintergründe. Aber es kann sich ja jeder denken, was passiert, wenn man zehnten reist, man ungarns angreift, was für eine Situation ist. Und ich schwöre euch, alles, was ich sage, ist die Wahrheit. Und ich genieße diesen Tag. Ich halte nochmal CBD auf euren Nacken in die Kamera. Ich desinfiziere mir auf euren Nacken nochmal mit Colonia die Hände. Ihr seid die größten. Und ihr werdet mich jetzt noch mehr hassen. Und ihr werdet das Video auf Ungarisch übersetzen lassen. Man kann einfach nur sagen, ich habe euch gekickt. Ich habe euch komplett gekickt. Und für alles, was ihr mir antun wolltet, sei es nur eure Gedanken, mir was so zu tun, und sei es nur diese Klage, wo ihr den kleinen Mann, wo ihr dachtet, ihr seid ein Multimillionenkonzern und wir zwingen diesen kleinen Pisser einfach in die Knie. Wir gucken einfach, der hat das Geld eh nicht, der knickt ein, der wird bei 3 Millionen einklingen, hat euch gedacht, ich bin bis zum ersten Gericht gegangen und als dann nicht schuldig gesprochen wurde mit 8.000 Euro, so ein Fake-Urteil, damit ihr nicht verliert, wahrscheinlich gefaktes Urteil, haben alle zu mir gesagt, nimm das an. Ich habe gesagt, nein, ich gehe nochmal in Berufung. Dann habe ich gewonnen. Dann habt ihr online gepostet, ich würde lügen. Ich habe gesagt, ich lüge nicht. Dann habt ihr so, geht doch vor den Supreme Court. Dann habt ihr vom Supreme Court auch verloren. Vom Supreme Court. Und dann habt ihr euch in ganz Ungarn, der ganzen Eiweißwelt blamiert. Dass ihr Eiweiß streckt, das ist bewiesen. Ich habe so oft was gepostet, wo dann Klagen eingestellt wurden, wo es nicht juristisch bewiesen wurde. Und deswegen gibt es viele Sachen bei mir immer, wo der hat nur erzählt, alles, was ich gesagt habe, ist die Wahrheit. Aber das hier ist die bewiesene Wahrheit, die bewiesene. Und vom Supreme Court habe ich auch verloren. Dann habe ich schon nicht abgelassen. Ich dachte, okay, ich habe die gefickt. Ich habe mich immer geärgert, nur 70.000 Klicks. Und wo bleibt das Lob? Weil es wurde so selten erwähnt mit Biotech von den Leuten, von der Öffentlichkeit. Aber dann jetzt kam Gott, weil das kam von Gott, hat euch diese 500.000 Euro geschickt. Das heißt, ihr habt nicht nur Millionen an Umsatz durch mich verloren, ihr habt nicht nur die Verhandlung verloren, ihr habt nicht nur euer Gesicht verloren, ihr habt auch noch jetzt damit dieser Sache, wahrscheinlich mit meiner Sache, den Staat aufmerksam gemacht und 500.000 Euro Schmerzensgeld oder Schadensersatz müsst ihr bezahlen. 500.000 Euro. Ah, ist das schön. Ich schwöre, Gott war auf meiner Seite. Wirklich, Gott war auf meiner Seite. Und das Krasseste ist da dran, dieser Fall hier mit mir, der war nur in Deutschland präsent. Das war, weil die haben dann Deutschland Werbung aufgehört, aber in Frankreich, Italien, egal wo, war das nie so ein Thema, weil ich habe auch gesagt, plus Italien oder Freundin in Frankreich. Aber jetzt, dadurch, dass ihr in Ungarn selber jetzt nochmal verklagt wurdet, ne, weiß das die ganze Welt. Und die ganze Welt wird recherchieren, was ist mit Biotech da noch. Und irgendwann wird die ganze Welt aufmerksam auf mich und was ich mit euch hatte.
Traumhaft, traumhaft. Das hat sich gelohnt, auch nachts um 5 Uhr, also ich drehe immer nachts, aber samstags nachts noch ein Video zu drehen, um euch das reinzudrücken. Wir gucken noch einmal drauf, wir müssen noch einmal drauf gucken, wir müssen noch einmal drauf gucken, wir müssen uns das noch einmal gönnen. Da soll mir keiner mehr von aufklären, hier gönnen wir uns das nochmal. Verhängt Geldbuße in Höhe von 100, ach so, hier oben ist falsch übersetzt. Hier steht, verhängt Geldbuße in Höhe von 150 Millionen US-Dollar, das stimmt nicht, es sind 500.000 Dollar müssen die, oder Euro müssen die bezahlen, es sind 105 Millionen UHF als deren Währung. Das heißt, der Text ist ein bisschen falsch übersetzt. Auf jeden Fall geil, geil. Und guck mal, sogar mein Anwalt, niemand hat gedacht, dass ich gewinne. Niemand, mein eigener Anwalt hat gesagt, als erstes Mal, der hat gesagt, wir können das da echt verlieren in Ungarn. Das ist alles ganz komisch, was wir da machen. Und dann, als ich diese 8.000 Euro Niederlage hatte, hat er gesagt, nimm an, das ist doch wie eine Sieg. Das, man kann das als Sieg verkaufen. Ich habe gesagt, nein, niemals. Könnt ihr mir eine Story gucken oder ein Video? Ich glaube, ich gehe niemals auf die Knie. Ich will den ganzen Sieg. Dann habe ich am Schluss den ganzen Sieg bekommen. Dann habe ich gesagt, haben die weiter gelogen online. Das ist immer noch online. Dann ist das von dem Supreme Court, das ist also eine Revision, ob der Fall neu aufgenommen wird. Der Supreme Court hat gesagt, es gibt keinen neuen Fall, Matthias Clemens hat gewonnen. Und jetzt, guck mal, wie glücklich auch der Anwalt ist. Schreibt am 7.8. um 21.54 schreibt er sogar, dass Biotech nochmal vom ungarischen Staat gefickt wurde. Ich muss auch eins sagen, zuerst war das da alles in Ungarn nicht so koscher, was da lief. Aber am Ende hat sogar das ungarische Gericht nach viel Palaver für mich geurteilt. Und sogar hat jetzt das ungarische Gericht noch eine Strafe an Biotech verhangen für andere Delikte. Und ich bin der Meinung, da werden jetzt hier alle Tränen, ist mir aber egal, der Meinung, diese Verhandlungen, die da 3 Jahre ging, hat die Behörden auf den Plan gerufen, bei Biotech mal nachzugucken. Oder vielleicht sogar gedacht, ey, so eine krasse Klage, wir müssen da auch was machen, weil eigentlich müsstet ihr noch viel mehr Geld bezahlen. Noch viel, viel mehr, weil ihr seid ein Unternehmen, was Multimillionenumsätze macht. Und wenn man sein Eiweiß um 60% streckt, dann zieht man Kunden damit Multimillionen aus der Tasche. Was auch deutsche Firmen machen, was ich beweisen werde, was ich bei MyProtein bewiesen habe und was ich noch bei vielen beweisen werde. Und wie ihr wisst, ich bin bei diesen Leuten nicht in die Knie gegangen. Ich werde bei gar keinem in die Knie gehen. Und ich werde weiter aufklären, wer streckt. Und da gab es den 2 Firmen, die mich auch schon bedroht haben. Und ich kann nur sagen, beide werde ich auch noch ficken. Weil ich werde bei dieser Sache Aufklärung, da ist mein Logo, das habe ich mal einer Firma am Telefon gesagt, für dieses Logo steh und fall ich. Steh und fall ich, und ich bin sehr stolz. Man merkt, ich rede anders als sonst ein bisschen. Es wirkt vielleicht ein bisschen arrogant, aber bei dieser Sache, finde ich, kann ich arrogant sein. Da habe ich ein Riesending gemacht. Ein Riesending. Das hätte mich schon locker zustande verändern müssen. Also ich finde, der Wallraff, geiler Typ, aber das hier ist noch krasser, als was der Wallraff so macht. Ich glaube, wenn ich irgendwann ein Buch schreiben sollte, Angebote gibt's, dann wird diese Geschichte und die Geschichte mit den anderen Firmen, schöne Grüße an die anderen Firmen, es gibt ja viele Hintergrundgeschichten mit anderen Firmen, so, werde ich dann niederschreiben. Und ich hoffe, wenn ich irgendwann sterbe und es Eiweiß trotzdem noch gibt, dass man über diese Sachen noch reden wird. Damit schließe ich das Video ab. Ich habe jetzt mein CBD-Isolat hier. Ich habe hier meine Kapseln. Ich knall mir gleich 2-3 Kapseln so. Knall mir meinen Kram CBD-Isolat. Dann werde ich schlafen wie ein Baby, weil das Video ging runter wie Butter. Butter. Lieber Klösin-Mann in Ungarn, du bist da der 10. reichste Mann. Und ich bin einfach nur eine kleine Maus aus Trier sozusagen. Aber ich hab dich einfach gefickt und du konntest nichts tun. Nichts. Deine Anwälte nicht. Gar nichts konntest du tun. Gar nichts. Nichts hast du gemacht. Nichts konntest du machen. Geil. Ich schwöre, geil. Und auch wenn ich nie diesen Applaus in der Szene bekommen würde, den ich verdient habe, und mich immer noch so viele Händler und Firmen hassen, die Zektologen lieben mich. Ich liebe die Zektologen und die Zektologen wissen, was ich geleistet habe in dieser Szene, und darauf bin ich sehr, sehr stolz. Und wenn Sekt Plus sogar irgendwann nicht mehr läuft oder so, oder ich in Rente gehe oder was weiß ich, auf diese Sachen hier werde ich immer sehr, 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 sehr stolz sein. Sehr, sehr, sehr stolz. Und wie gesagt, hier liegt ja noch eine Sache von einer Pharmafirma. Pharmafirmen sind ja auch sehr mächtig und ich liebe mächtige Gegner. Diese Pharmafirma Vörag Pharma, gegen die drehe ich auch bald ein Video. Denn das hier hat mich nochmal richtig motiviert, mein letztes Jahr aber so richtig Gas zu geben. Aufklärung vom Feinsten in der Eiweißszene. Ich werde definitiv diese Eiweißszene, habe ich schon bereinigt. Und das wollte ich sagen, genau. Wieso ich finde, dass meine Feinde mir das auch danken müssten. Durch mich wurde lange Zeit viel weniger Eiweiß gestreckt. Die Firmen hatten viel, viel mehr Angst. Also habe ich für alle Konsumenten was Gutes getan. Aber
Bald wird's kommen. Ich habe wieder einige Streckungen gefunden, denn die Leute werden auch raffiniert und machen dann woanders, aber ich bin genauso raffiniert. Aber auf jeden Fall, was ich mal sagen wollte, ist, eigentlich müssten sogar die anderen Firmen, obwohl gibt's keine sauberen, naja, egal, alle Athleten oder alle Sportler aller Welt sagen, danke Matthias, dass du so Filme gemacht hast und den Firmen es so schwer machst, uns zu bescheißen. Also ich meine immer damit, mit kein Dank, nicht die Sektologen, die danken mir immer, sondern halt außerhalb von Sektology. Das heißt, andere Firmen theoretisch, oder andere Firmen, ja immer scheißegal, oder Leute, Bodybuilder, oder so ein Bodybuilder, der mich einfach nicht leiden kann. Da gibt es so viele, die mich hassen, dass die nicht einfach sagen, ey, der ist zwar ein Spaß, der Matthias, ich mag den nicht, der ist Assi oder so, aber der probiert diese Eiweißwelt zu bereinigen. Das ist das, was ich ein bisschen vermisse. Aber scheißegal, da scheißen wir drauf. Kuss geht raus an alle Zektologen, Kuss geht raus an alle Algorithmus-Kommentare. Wie gesagt, jetzt habe ich wieder 24 Stunden drehe, ich wollte genau 10 Minuten drehen, klappt bei mir nie, wenn ich einmal rede. Ich genieße es einfach. Ich würde jetzt das Video hochladen. Montag oder Dienstag hauen wir das raus. Danach kommt das Meeting Creed. Ich wünsche euch eine gute Nacht und schöne Grüße nach Ungarn. Viel Spaß bei jedem Euro von diesen 500.000 Euro werdet ihr bestimmt, auch wenn es da nicht um mich geht, an mich denken. Und bei dem ganzen Verlust, den ihr gefahren habt, werdet ihr auch an mich denken. Und wenn meine Anwaltskosten 50.000 waren und ihr mir noch 5 geben musstet, waren eure Anwaltskosten bestimmt auch bei 50.000. Plus, ihr müsst ja noch das Gericht bezahlen. Ich muss ja nur Anwalt bezahlen. Das heißt, ihr habt bestimmt auch bei dem Verfahren 50.000 bis 100.000 Euro gelatzt an das Gericht. Jetzt nochmal 500.000 Euro. Ich habe euch nicht nur gefickt, ihr habt auch ja, noch 500 oder 600.000 Euro durch mich bezahlt. Weil ihr mich ficken wolltet. Schöne Grüße nach Ungarn. Klösin, Mann. Peace.